Der TSV Futschdorf spielt mit der Nummer 4, Paul Janssen. Mit der Nummer 10, Sebastian Thomas. Mit der Nummer 9, Jonas Schlüter. Die Nummer 15, Arnold. Mit der Nummer 11, Enzo Fernando. Die Nummer 17, Lüsterohr. Go! Das ist unsere Halle. So, Jungs, wir haben im Vorgespräch dann nochmal mit Ole, Dirk und Andreas und mir nochmal ganz gut zusammengesessen, nochmal überlegt, wie wir das jetzt das ganze Wochenende angehen. Und wir starten jetzt im ersten Spiel ganz, ganz ruhig und lassen Leo und Philipp hinten. In der Mitte Kevin Schmalbach und am Druck du und mit dem Aufschlag Philipp starten. Ja. Wichtig ist aber, dass natürlich auch alle. Wir müssen alle irgendwie mal in diese Mannschaft reinkommen, aber da haben wir nicht viel Zeit für. Also das muss laufen. Ja, ihr habt aber nicht den Druck, dass ihr jetzt alles reißen müsst. Ihr spielt jetzt erstmal. Dann gucken wir mal weiter. Wesentlich ist jetzt vom taktischen Gefühl gegen Funkstadt nur die drei Punkte. Also unser kleiner Matchplan. Ja, du weißt Bescheid. Du versuchst ihn vorne zu deckeln. In irgendeiner Form. Weil, was Diego auch gesagt hat und was ich auch denke, ist einfach, wenn wir da gar nicht hingehen, dann ist es schwierig. Dann macht es Bogen und Klüren. Philipp aus der Angabe, das, was ich eben schon mal gesagt habe, schön zur Seite raus. So und auch mal lange in die Schnittstellen wieder rein. Speziell auf Bastis linken Arm. Da waren sie, weil Jonas steht sehr, sehr weit vorne. Okay, dass sie da ein bisschen an Arbeit. Und der dritte ist halt, nach unserem ersten Ball muss jeder den Mut haben, zuzuspielen und die Bälle vorne an die Leine zu bringen. Dass der Zugriff, dass hier durch den Block einfach minimal wird. Ja? Also wie die Berliner es deutlich besser gemacht haben gerade als Bretto. Sondern einfach auch Spaß haben. Das jetzt endlich genießen, was ihr euch erarbeitet habt, was ihr in der ganzen Organisation erarbeitet habt, was ihr im Training erarbeitet habt. Wir sind bei der Deutschen Meisterschaft und wir haben uns sportlich dafür qualifiziert. Und das wollen wir auch beweisen. Okay? Wir können auch jetzt gleich mit Selbstvertrauen reingehen. Ja, also wir sind nicht irgendwie hier Fall, ob es nur weil es Halle ist, wir sind auch Deutsche, zumindest auf dem Feld geworden. Also wir sind jetzt hier nicht zu Unrecht, aber in dieser Saison in der Halle, gerade nicht, das zweite Tage nicht gut, weil wir organisieren sind wir hier, sondern weil wir es verdient haben. Genau. Das können wir auch da jetzt ruhig mit Selbstvertrauen zeigen. Weil die Körpersprache hat Funkstadt nicht mehr, weil die halt seit 12 Jahren alles gewinnen und keinen Bock auf so einen Vorrundentag haben. Aber wir können das mal jetzt zeigen. Genauso überlegt mir, was wir die letzten Wochen auch da reingesteckt haben. Ne? Einfach jetzt wirklich als Team, egal wer, wo, wann, wie steht, mit allen Mann genießen wir das Ding und präsentieren uns aber hier auch gut. Ne? Das holen wir uns hier, ne? Als Mannschaft. Wir machen einen Kreis, Schluck gleich oben. Das müssen wir jetzt nicht, wenn die gerade direkt hier sind. So Jungs, und dann Feuer, ne? Gleich auf Bremer machen.
Okay, ja gut, wir haben jetzt zwei Spiele gehabt, haben auch zwei Spiele gewonnen, haben jetzt unser Soll erfüllt, haben noch den einen oder anderen Punkt, den wir verbessern wollen, aber im Großen und Ganzen sind wir zufrieden. Halle ist auch echt super, der Ball, der springt zwar nicht ganz so, wie wir es gewohnt sind aus unseren Hallen, aber ja, da muss sich jede Mannschaft dran gewöhnen, haben wir jetzt auch ganz gut in den Griff bekommen zum Ende und ja, ansonsten die Organisation ist super. Ich glaube, die Phoenix Hagen spielen hier eigentlich in der Halle und super Größe auch für unseren Faustballsport. Die Hagener sind ja auch für eine gute Ausrichtung immer gewohnt, haben schon viele deutsche Meisterschaften ausgerichtet. Das sieht man auch, dass da viel Erfahrung mit reingebracht wird und wir sind super zufrieden mit der Veranstaltung. Ja, der erste Tag der Deutschen Meisterschaften ist gut verlaufen. Wir waren hochzufrieden, wie das insgesamt alles geklappt hat. Insgesamt 130 ehrenamtliche Helfer am Start, die dafür gesorgt haben, dass wirklich alles rund gelaufen ist. Soweit von der Organisation her, also alles sehr, sehr happy. Happy sind wir aber auch mit dem sportlichen Verlauf gestern, nachdem wir Funkstadt mit 1:3 unterlegen waren, konnten wir Käfertal eben besiegen und dadurch sind wir jetzt gleich im Halbfinale gegen den VfK Berlin. Da treffen dann zwei Mannschaften aufeinander, die sich gut kennen und wir hoffen natürlich, dass wir ins Finale einziehen können.